Hallo, lieber Lowbeans-Leser, hier ist Raphael Vogt. Ich melde mich mal aus dem Off hinter der Kamera und versuche mal so ein bisschen zu zeigen, was der Lab 12 Gordian, also quasi der Apparat, der den gordischen Knoten in der Stromleitung zum Platzen bringen soll, denn so alles macht und zeigt und tut. Das ist eine Maschine, die vereinfacht gesagt den Strom von allem Verunreinigungen befreit, die nicht zu den 50 Hertz Sinus gehören, die eigentlich mit 230 Volt hier aus der Steckdose kommen sollten. Dummerweise sind da sehr, sehr viele Störkomponenten auf so einer Steckdose oftmals drauf. Dafür haben wir hier von der Firma Blue Horizon so ein Analysegerät. Das ist sehr simpel. Es zeigt in Promille die Störkomponenten an und macht sie eben auch hörbar durch einen Lautsprecher. Das ist das nette Gerät da seitlich. Wenn ich das mal ungebremst in die Steckdose stecke, dann sieht man da einen sehr hohen Wert und die rote Farbe im Display zeigt auch schon, dass hier ein bisschen Alarm angesagt ist und das sind Störkomponenten, die man definitiv hier in seinem eigenen Lautsprecher nicht haben möchte. So, stecken wir das Ganze wieder zurück. Die etwas sperrige Steckdose stelle ich wieder auf. So, der Blue Horizon, wie man sieht, lässt von den Störkomponenten kaum was übrig, denn da habe ich jetzt in eine der schwarzen, maximal gefilterten Steckdosen das Stromessgerät eingestöpselt und siehe da, es bleiben von den über 700 und den roten Balken jetzt nur noch grüne Balken und eine Ziffer 2 übrig. Was heißt, da ist praktisch gar nichts an Störungen mehr auf dieser Steckdose, die da aus dem Lab 12 wieder rauskommt. Und wie man hört, ist auch an hörbaren Störkomponenten jetzt aus diesem Lautsprecher von dem Analysator nichts mehr zu sehen. Schauen wir uns mal an, was der Gordian denn so alles analysiert und zeigt und macht. Das ist in der Tat recht spannend. Rechts, der Drehregler hat eigentlich nur was mit dem Display zu tun, dass man manuell ein-, aus- oder auch durch eine Automatik, nur wenn auch Strom verbraucht wird, dann ein- und ausschalten kann. Der spannende Regler für uns jetzt ist hier links die Navigation. Und in der Navigation kann ich mich durch die Menüs hangeln und die Analysen. Und dann sieht man hier, wir haben 232 Volt auf der Dose, wir haben ziemlich genau 50 Hertz. Das schwankt immer so an der zweiten, dritten Stelle hinterm Komma, was völlig normal ist. Aktuell, ich habe nur mal eine kleine Lampe angeschlossen, haben wir 0,22 Ampere Stromverbrauch. Das entspricht 42, bissel was Watt. Gehen wir mal weiter. Hier wird es schon spannend. Das ist THD, ist die zusammengefasste Verzerrungskomponentenanzeige hier mit knapp 3% auf der Spannung. V für Voltage, C für Current ist der Strom. Und da haben wir dann schon über 11% an Klirrkomponenten drauf, wie gesagt, vor der Filterung. Und wenn ich jetzt mal weiterdrehe, dann sehen wir haben hier DC, ist Direct Current, das ist Gleichspannungsanteil, der liegt bei 0,013 Volt, das ist fast nichts, da gibt es deutlich Schlimmeres. Und PF ist die Blindleistung, im Englischen Power Factor. Und da wird durch diverse Phasendrehungen auf dem Netz hier gerade ein sehr hoher Wert angezeigt. Will man übrigens auch möglichst wenig auf seiner Strippe haben. So, der Lab 12 Guardian prüft, haben wir eine sinnvolle Erdung? Haben wir. Polarity? Nein, der Stecker steckt falsch rum in der Dose. Habe ich hier natürlich absichtlich gemacht, damit man sieht. Ansonsten steht er auch okay. Wenn ich weiterdrehe, dann sehen wir hier noch diverse andere Analysen, zum Beispiel ohne dass die jetzt groß beschriftet sind hier, eine Fast-Fourier-Transformation, sprich das Spektrum der Klirrkomponenten auf der Spannung, was die spektrale Verteilung angeht. Hier links der große erste Balken ist natürlich die 50 Hertz Netzspannung, die wir haben wollen. Das gleiche gilt dann hier für den Strom und da sieht man, da ist wie auch vorher in den Prozenten schon angezeigt, sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel breiter verteilte Störungen drauf.
Wenn ich weiterdrehe, gibt es hier die Möglichkeit, die Blindleistung korrigieren zu lassen. Das steht jetzt auf automatisch, wenn ich hier auf die Taste drücke, und dann kann ich zwischen drei Filterstufen oder einer Abschaltung der Korrektur das Ganze wechseln. Wir lassen es mal auf automatisch, denn dann analysiert er, wie viel er braucht, und schaltet entsprechend die Korrekturen hoch oder runter. Das gleiche gilt für den Filter. Gibt es manuell hoch, niedrig oder die Automatik regeln lassen. Und hier wird es dann nochmal spannender, Filter-Topology. Da geht es darum, welche Filter wollen wir überhaupt verwenden. Kann man ihn auch automatisch wählen lassen. Oder ich habe eine Common Mode Filtering oder eine Dual Mode Filtering. Das ist entweder nur mit Spulen oder mit Spulen und Kondensatoren im Signalweg, um auch breiteres Spektrum bedämpfen zu können. Das kann man umschalten auf nur CMF, das sind dann nur Spulen im Weg, oder eben auch hier die Automatik das Notwendige wählen lassen. Dann kann man Display-Kontrast einstellen und bei welchem Strom man hier das Display automatisch ein- oder ausschalten lassen möchte. Ich wäre sowieso jemand, der es immer sehen wollte, und entsprechend da das Ganze auf manuell lassen. Das ist eine grobe Übersicht, was der Lab 12 Guardian so alles zeigt und was man da einstellen kann.